Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Pamo. Wir schauen uns heute den Hamatz 53605 AMK an. Es handelt sich hierbei eben halt um einen, ja, Multikipper und mit einem dementsprechenden, ja, Drehschirmanhänger dazu, womit wir eben halt dann unsere, ja, gegebenenfalls dann unsere Güter transportieren können oder eben halt dann zur Verkaufsstation hinbringen können. Aber dazu gleich mehr. Wir schauen uns jetzt mal ganz kurz im Kaufmenü einmal an. Und zwar im Bereich der Fahrzeuge beim LKW. Da hätten wir dann eben halt im hinteren Bereich den Kama 53605 für 50.500 Euro. Ja, was können wir jetzt hier dran jetzt zum Beispiel jetzt abändern? Wir können zum Beispiel jetzt einmal das Fassungsvolumen von 9.000 Liter einmal auswählen. Oder eben halt dann die 9.000 Liter mit Plane oben drüber. Dann hätten wir noch eine Variante mit 14.000 Liter. Einmal mit Plane und also einmal ohne Plane und einmal mit Plane. Dann können wir noch die Variante noch wählen von 17.000 Liter. Da haben wir auch eben halt dann die Variation entweder mit Plane oder ohne Plane. Dann hätten wir noch einen Aufbau mit 22.000 Liter. Einen Aufbau mit 26.000 Liter. Und das war's dann. Dann hätten wir natürlich noch die Reifenkombination für vorne eben halt dann als Standard oder als Breitreifen. Und die Kabine können wir dann eben halt auch noch abändern, eben halt dann von Standard auf eben halt Design 1 oder Standard. Dann hätten wir noch hier die Hauptfarbe, die nur aus einer, ja, vorgegebenen Farbe her auswählen können, sowie auch für den Kipper auch eine kleine Farbauswahl zur Auswahl, wie wir uns das Ganze farblich gestalten können. Auch die Felgen können wir uns farblich etwas gestalten und können das Ganze ein bisschen farblicher machen. Ja, das war es jetzt erstmal zu dem, ja, ich sag mal, Kipper selber. Dann hätten wir natürlich noch bei in der Rubrik von den Anhängern noch den AMK, den AMK, den 85, 95, 12. Ich hoffe, ich habe es in der Form erstmal richtig ausgesprochen. Der kostet uns dann auch nochmal 19.600. Auch hier können wir eben halt die Kapazitäten wählen von 9.000 bis eben halt dann 26.000 Liter. Auch hier können wir zum Beispiel jetzt die Reifenvariante wählen zwischen Standard oder eben halt, ja, Standard 2. Da hätten wir dann hier eine Doppelbereifung zu sehen. Oder eben halt Standard. Also die beiden können wir auswählen. Auch hier hätten wir dann zum Beispiel eine vorgegebene Farbwahl für eben halt dann unsere, ja, ich sag mal, Seitenteile. Und auch die Felgenfarbe haben wir ja auch eine vorgegebene Auswahl, die wir uns dann bei gestalten können. Ja, das erstmal dann dazu. Und hier haben wir jetzt das Ganze einmal kurz stehen. Ja, wie man sieht, ein bisschen farblich verändert. Und ja, ich muss eigentlich ehrlich sagen, es ist eine schöne ältere Maschine, mit der man eben halt dann auch unsere Güter im Anfangsbereich ein bisschen, ja, transportieren können, beziehungsweise dann unsere Schüttgüter auch dementsprechend wegfahren können. Auch das hier sieht, ja, doch ein bisschen interessant aus hier mit diesen Dällchen drinne von eben halt dann dem, ja, also von diesen Lackbeschädigungen her, dass man eben halt dann sieht, dass das auch eine etwas ältere Maschine ist. Ja, dann gehen wir einmal rein. Man hört schon. Ja, wir haben auch dementsprechende Hupe. Man sieht auch, Fahrer ist auch animiert. Und hoppala. Jetzt müssen wir mal kurz schalten, wie das Licht. Ja, da können wir eben halt unser Licht schalten. Funktioniert in der Form auch. Blinker, Warnblinklicht, das sieht soweit alles schon mal ganz gut aus. Schauen wir jetzt mal hier hinten, auch hier funktioniert alles in der Form. So, aber wir gehen jetzt auch noch mal kurz rein in den LKW und wollen auch mal hier schauen. Ja, also man sieht, da alles sind auch so ein bisschen animiert. Was natürlich auch auffällt, ist der Schlüssel, der da an der Seite hängt. Der wackelt mit. Ist auch also mehr oder weniger ein interessantes, ja, ein schönes Gimmick.
Spiegel sind auch alle animiert. Und wie man sieht, auch die Tachonadeln bewegen sich mit. Das sieht soweit schon mal doch recht gut aus. Und das, was man jetzt so sieht, ist, dass er auch dementsprechend ja, sich gut, auch muss man schon sagen, so ein bisschen angenehm fahren lässt in der Form. So, Bremslichter funktionieren auch, rückwärts auch, aber mit dem Drehschemel rückwärts, seht mir bitte nach, das wird nichts. So, ja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus. Ist auch etwas für so ja kleine oder anfängliche Höfe auf jeden Fall gedacht. Ja, wir schauen uns aber noch mal kurz die Lok an. Und die Lok aktuell keine Warnings, keine Errors, keine Lures. Wobei ich sagen muss, ich habe das Ganze mir jetzt im Einzelspiel bzw. im Singleplay mir angeschaut. Wie es natürlich auf dem Divi-Server ausschaut, kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Diesen Mod, wer Interesse hat, gibt es bei ModHub aktuell für PC und Mac. Ob es eine Konsolenvariante gibt, kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Und wenn euch diese kleine Mod-Vorstellung gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, lasst gerne ein Abo da und die Glocke nicht zu vergessen, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen und sage Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal.